Ja, ich bin katholisch. Früher bin ich in die Kirche gegangen, ich gehe eigentlich nicht mehr in die Kirche. Aber ich habe den Glauben immer noch bei mir. Das gehört ja so lange lieb. Weil ich schon oft ein Glück gehabt habe, denke ich mir, scheiße, haben wir den Schutzengel wieder geholfen. Wenn ich mit dem Auto fahre, was, bin ich gerade noch weggekommen. Oder passiert jedem einmal, dass er sagt, Mängel, zwei, drei, nicht gut. Oder? Und wenn einer gar keinen Glauben hat, das ist auch nichts. Der lebt auch bloß wie ein Blinder. Der Mensch braucht irgendein Halt mit irgendwas, an das, was er glaubt. Das ist einmal so. Wenn es auch nicht wahr ist, oder wenn es auch nicht gibt, oder wenn es jeder sagt, es gibt keinen Herrgott, oder, aber wenn du schon Glück gehabt hast und Unglück und schwer krank warst, und auf einmal bist du wieder fit und wieder gesund und geht wieder weiter, dann hast du einen Glauben und sagst, ja, der Herrgott hat mir jetzt wieder geholfen. Mehr kannst du nicht äußern. Im Krieg da haben wir den Herrgott nachgeschrien und der Mutter. Wenn die anderen total gingen. Schau, was willst du noch machen? Die meisten jungen Kerle haben der Mutter nachgeschrien und den Herrgott. Ja. Das sind die zwei Sachen, die mehr hast du nicht machen können. Darum sage ich, im Leben musst du irgend menschlich bleiben, dann kannst du auch das verantworten. Aber der, wo nur link ist und nur hinterfotzig und nur falsch, der kommt auch nicht weiter. Der findet auf einmal seinen Gegner, den findet er. Weil der meint, er ist der Schlaue und der Gescheiter und der Schöne. Aber auf einmal findet er auch seinen Gegner. Dann geht der Schuss aber nicht durch. Darum soll man gleich von Haus aus immer auf dem Boden bleiben und normal leben. Bis dann.